Hallo, meine Lieben, willkommen auf Movie Stop Planet. Ja, es tut mir leid, dass ich so selten Videos mache, aber ich habe in der letzten Zeit so viele Probleme gehabt und habe wirklich überhaupt keine Zeit. Und deswegen dachte ich mir so, ich werde jetzt jeden Sonntag fleißig neue Videos hochladen. Egal, ob es jetzt Challenge ist oder wenn ich mit meiner Barbie spiele oder mein Blog oder irgendwas. Ich werde schon irgendwas finden, wenn ein Video richtig gut ankommt, werde ich es öfters drehen. Und jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß bei einem neuen Video. The Planet. Wie ihr seht, habe ich schon das neue Dia-Paket. Ich habe es vorgestern von meinem Freund bekommen. Und ich wollte ein paar Themen ansprechen und ich wollte mich bei einer Person entschuldigen. Das ist sie, die Lena. Ich habe sie früher mal gescammt. Ich habe ihre Mondhaare gescammt. Ich sage jetzt einfach, wie es war, weil ich selbst nichts hatte und ich verzweifelt war, weil mir auch so viel gescammt worden ist. Und ich habe ihr dafür jetzt ein VIP-Ticket gegeben und hier mal, wenn es sie möchte, gebe ich ihr auch ein Dia-Paket-Sache natürlich wieder zurück. Aber auf dieser Stelle, es tut mir wirklich leid, dass ich sie gescammt habe. Wenn du das Video siehst, es tut mir wirklich leid, dass ich dich gescammt habe. Ich weiß nicht, warum ich sowas tat, aber jeder Mensch macht das bestimmt mal. Und ich habe es jetzt gelernt, dass man sowas nicht macht. Schreiben wir mal zurück. Sag Hi zu YouTube. So, jetzt schreiben wir mal hier. Das kopieren wir einfach mal. Geht das? Wahrscheinlich, keine Ahnung. Löschen wir das mal. Ja, ich habe das Paket von meinem Freund bekommen und ich finde das Paket so richtig schön. Leider habe ich nicht genug Geld, dass ich mir noch mehr kaufen kann. Beziehungsweise jetzt schon Geld, aber ich kann mir halt das einfach nicht auf dem PC kaufen und deswegen kann ich ja auch nicht wirklich die Farben ändern und das ist das, was mich voll nervt. Schreiben wir mal, hey, sagt alle Hi zu YouTube. Wenn meine Aussprache heute nicht mehr so gut ist, tut es mir sehr leid. Ich war heute mit meinen Eltern halt in Lollipark. Und ja, da habe ich so oft ich habe mit meinem Bruder gespielt, weil er weiß halt nicht, was es ist. Es ist so ein Kinderland, wo halt so coole Rutschen und alles Mögliche gibt. Und ja. Jeder schreibt, hey YouTube, hey YouTube. Ja. Schreiben wir mal, hey back. Back. So. Auf jeden Fall zu die alle, die hey geschrieben haben, alle zurück. ja, ich wollte euch ja was zeigen. Und zwar, ich habe jetzt voll viele neue Dia-Paket-Sachen. Und zwar, einmal hätte ich da das Fairy-Paket, dann habe ich es halt noch einmal, weil ich habe es aus den Ori gekauft, was ich es immer halt mache. Und dadurch, dass mein Freund so lieb war, hat mir er ein das Paket auch gekauft in dieser Farbe. Ich finde es so richtig schön. Was ich auch noch habe, sind die Osterhaare. Am besten wäre es, ich gehe mal zu meinen Looks. Ich glaube, ich habe die alles gespeichert. Ein Geschenk, öffne ich sofort. So. Also hier ist mal das eine, da ist das andere. Was ich auch jetzt bekommen habe, sind die Sakura-Haare. Die sind so wow, wunderschön. Und der Look ist auch richtig genial geworden. Dann habe ich die Weihnachtshaare bekommen. Ich habe jetzt übrigens auch sieben Versi-Haare. Ich bin sehr stolz drauf und das sieht auch so hammerschön aus. Ja, da war ich ein bisschen depressiv, deswegen habe ich diesen Namen da, aber egal. Auf jeden Fall, der Look sieht auch richtig schön aus. Dann habe ich auch noch richtig schöne rote Haare. Ich habe sie gegen die blauen erhandelt. Dann habe ich hier das Osterpaket. Ja, sie ist voll lieb. Sie hat mir einfach so Sachen gekauft, geschenkt, nicht gekauft. Dann habe ich auch noch das Federkleid. Hier sieht, das ist auch so. Ah, wow, die Galaxy-Farbe ist auch so mega geil. Phoebe ist so lieb, wirklich, sie ist traumhaft lieb.
Ghost Look in Schwarz, wollte ich eigentlich handeln gegen mit ihr. Aber ja, was soll ich sagen? Sie hat ihr Geld verloren und halt dumm gelaufen, kann man sagen. So haben meine Frühjahr ausgeschaut. Jetzt habe ich so rote. Ich finde sie voll schön. Dann habe ich das Winterpaket. Manga-Paket. Sieht auch so schön aus. Dann habe ich auch noch das Paket bekommen. Was habe ich noch? Shell-Paket, ja genau, das Shell-Paket habe ich bekommen. Und ich bin so stolz drauf, wirklich. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass sie mir so viel gegeben hat und ich bin so richtig stolz darauf. Ja, ich finde die Haare nicht so schön, aber ja, kann man ja auch nichts machen. Ja, also. Also hier wären die erste 18 Sachen, die ich habe. Aber ich wollte die sowieso irgendwie handeln gegen das Fairy-Paket, weil ich finde, das ist das schönste Fairy-Paket, was ich jemals gesehen habe. Jetzt geben wir da mal ein Autogramm. So, bitteschön. Ich habe mein Arch übrigens gelöscht. Ach ja, stimmt. Die Auflösung muss ich auch mal machen. Ich werde es heute Abend schreiben. Also die ganzen MSP-Spieler da, was da hier sind. Und das Los wird dann entscheiden, wer gewinnt. Mal schauen. Auf jeden Fall wird das heute ausgelöst und die Gewinnerin wird halt dann, oder der Gewinner wird morgen preisgegeben. Hier sind halt verschiedene Ostereier. Und bei jedem Osterei ist entweder ein Deal-Paket oder eine Shop-Sache oder Ollies und so. Und ja, wer Glück hat, vielleicht bekommt er ja einfach die Turtelhaare oder Blossomkleid. Wer weiß. Und da ich eh so sozial bin, wirklich sehr sozial, werde ich einfach ein Dir-Paket schenken. Wahrscheinlich eh die Turtelpakethaare. Und jetzt schreibt jeder, hey. Schreiben wir mal zurück, hey. Ja, eigentlich war da nur die eine große Sache, die ich euch einfach mitteilen wollte. Es ist echt dumm und scammt einfach nicht. Es bringt sich nichts. Ich bereue es bis heute noch, dass ich sie gescammt habe. Zum Glück sind wir jetzt Freunde und das ist alles wieder gut. Ich muss euch noch eine Scammerin zeigen. Es ist nicht German MSP, sondern sie. War mir. Sie kann Handeltrick und sie gibt es auch zum Glück zugegeben. Scammer für Anfänger. Sie bestellt sehr viel Hate. Ich hatte mal ihre Nummer, aber zum Glück habe ich nie mit ihr gehandelt. Sie ist eine Scammerin, ja. Und sie kann Handeltrick, also bitte vertraut der Person nicht. Scammerin, nein, oh mein Gott, du bist der Scammer. Wow. Ja. Auf jeden Fall glaubt der Person einfach nicht. Ich habe so viele Sachen. So. Ich weiß gar nicht, was sie meint, aber ich frage sie halt einfach später. Oh. Meine Gästebucheinträge sind so nett. Weil ich auch nett bin. Und nicht mehr die von früher bin. Also ich habe mich da wirklich geändert. Und wenn ihr mich, also wenn ihr mit mir handeln wollt, könnt ihr mir ruhig vertrauen. Jetzt schauen wir mal meine Handel Option. So hier. Da seht ihr, ich habe die blauen Haare gegen die roten gehandelt und ich finde, der Handel war sehr gut. Die wollte unbedingt das Orel-Paket haben, dafür habe ich das nicht Orel-Paket bekommen. Da habe ich die blonden Black Diamant Haare bekommen und habe dafür blassen Haare gegeben. Gehst du nicht langsam pleite? Eiskalt, nee. Nee, wieso? Ja, das war Darkmond. Mit ihr habe ich gehandelt. Sie ist auch scam-free. Sie hat mir die Shell-Sachen gegeben. Und dafür habe ich ihr dann das
Ghost Claire gegeben? Ich verstehe das bis heute nicht. Das war ja mal mein alter Account. Und hier irgendjemand war in meinem alten Account drin und hat das Geschenk geöffnet. Ich glaube, das war immer ein Hacker, der mich gehackt hat. Aber trotzdem verstehe ich es nicht. Warum? Ja, ich bin sehr sozial und sie ist auch scam-free. Also ihr könnt ihr auch auf jeden Fall vertrauen. Ja, ich hab ihr die Ghost Tower geschenkt. Hier. Ich hatte dann einen Streit mit ihr, aber es passt zum Glück wieder alles. Ich wollte euch nur mal das kurz zeigen. Ach, das sieht man nicht, weil es ein DS war. Auf jeden Fall. Warte, bist du Multimillionär oder was? Nein, bin ich nicht. Aber ich gehe arbeiten, also man verdient Geld. Ja, auf jeden Fall habe ich ihr das Federkleid gegeben. Dafür hat sie mir halt dann die Bassjahre gegeben und die Shell-Sache gegeben. Und mehr gibt es eigentlich gerade nicht wirklich was zu sagen. Gehen wir nochmal kurz in Räumen. Gehen wir in den VIP-Club. Ich war schon lange nicht mal da drin. Und dann beende ich auch das Video. Und ich werde auf jeden Fall jeden Sonntag ein Video hochladen. Ich werde wahrscheinlich, das nächste Video wird wahrscheinlich so ein Monster-Video werden, weil es bei kleinen Kindern sehr gut ankommt. Und ich will ja, dass mein Kanal groß rauskommt, sagen wir mal. Und davor brauche ich alle möglichen Ideen, die ich auch da machen werde, also Video-Ideen, die ich auch alle machen werde, damit ich halt wirklich ein bisschen bekannter werde, als ich jetzt schon bin. Hey, da ist meine Freundin. Ich bin mit ihr allerbeste Freunde. Ich auch im Internet, also Internet-beste Freunde. Freundin. Und sie ist auch so richtig nice. Voll nett. Und auf jeden Fall, ja. Ihr könnt ihr auch vertrauen, handeln. Sie scammt nicht. Ja, schauen wir uns auch ein bisschen um und dann beende ich mal das Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Auch wenn das Video nicht allzu lang geworden ist, hoffe ich trotzdem, dass es euch sehr gefallen hat und mir einen Daumen hoch geben würdet. Und ja, bis zum nächsten Mal.